Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines Parklife DLC hier bei Heisenberg Zockt. So, ich dachte, ich mache mal einen kleinen Spaziergang hier auf unserer Insel. Aber ja, das müssen wir ein bisschen schneller machen. Sonst sind wir nämlich morgen noch dran, so wie es aussieht. Denn hier ist schon ein bisschen was passiert in Sachen Bauen etc. Guck mal, hochfliegen kann ich auch. Ist ja interessant. So, wir gehen mal unten durch. Ich wollte mir das jetzt mal noch mal ein bisschen ansehen. In der Zwischenzeit, kommt dann hoffentlich auch noch ein bisschen Nachfrage. Und ansonsten, ja, es kann tatsächlich sein, dass das die letzte Folge ist mit diesem Städtchen. Ich hoffe es nicht, aber es kann sein. Denn, ja, morgen, übermorgen, jetzt vom Zeitpunkt an, wo ich jetzt gerade das aufnehme, es ist Montag, kann es sein, ja, dass das Industrie-DLC rausgekommen ist. Und das würde heißen, je nachdem, Spielstand ade. Wir kennen es von den früheren DLCs. Wir müssen gucken, was passiert. Vielleicht kann ich hier weiterspielen, dann werde ich das tun. Und sonst fangen wir halt eine neue Map an. Ich werde dieses DLC auf alle Fälle sicherlich spielen. Das ist soweit klar. Guck mal an, jetzt ist hier aber auch... Wow, das sieht ja richtig nett aus hier. Hier ist richtig Betrieb. Bei diesem Konstrukt hier. Mit Eisenbahn und Co. Ach, herrlich. Gefällt mir jetzt gerade extrem gut. Weiß gar nicht warum, weil die Straßen hier ein bisschen ungewöhnlich sind wahrscheinlich. Es ist nicht einfach hier mit dem Boden entlang. Also hier natürlich schon, aber hier mit den Brücken etc. Ja, und das Ganze ist halt doch relativ belebt. Cool. Haben wir Nachfrage? Wir haben. Ich würde sagen, wir verbinden hier mal noch weiter die Stadtteile. Brennt's hier? Hier brennt's. Ah, Ayuto. Feuerwehr. Haben wir hier Feuerwehr? Jawohl, da kommen sie. Angesaust. Hallo? Hallo? Da brennt's. Brennt's noch irgendwo? Bist du anders? Nach woanders? Oh, hier brennt's ja auch. Sag mal, was ist denn hier los? Öl, Öl, Öl und alles brennt. Naja gut, wir haben Feuerwehr. Was soll's? Wir können jetzt da nicht viel machen. Vielleicht hätten wir hier drin noch so ein Dingens hinstellen können. Mach ich mal. Kann nicht schaden. So, ist zwar im Prinzip zu spät, weil es schon brennt, aber vielleicht möchte es ja irgendwann wieder brennen und dann ist der Turm natürlich nicht unbedingt falsch. Am Platz. Wieso brennt es jetzt hier auch? Greift das um sich? Ich weiß schon, Öl brennt natürlich relativ gut. Das ist eine alte Weisheit, aber das muss ich jetzt trotzdem hier nicht irgendwie durchmogeln. So, hier unten, wow, eine ganze Armada an Feuerwehrautos. Weil es hier hinten auch brennt? Ach, come on, jetzt, wo denn? Irgendwo, wo fahrt ihr denn hin? Ne, ist doch alles in Ordnung. Da brennt es ein bisschen, da brennt es ein bisschen. Aber, boah, ja, in der Realität, meine Güte, wenn natürlich so ein Ding brennt, so ein Ölbohrturm, ja, der brennt dann relativ lange, weil der kriegt natürlich immer gut Futter von unten. Oh, kein Strom? Echt jetzt? Habt ihr schon länger keinen Strom? Sagt halt was. So, ihr kriegt welchen. Wir sind ja nicht so. Zack, passt. Sonst gerade noch jemand ohne Strom, wenn wir schon gerade die Teile in der Hand gehabt hätten. Ne, passt. Gut. Ja, hier eben weiterbauen. Oder wo war das denn jetzt genau? Doch, doch, das stimmt schon. Hier um den Flughafen rum weiter nach da. Das war die Grundidee, damit diese zwei Städte irgendwie zusammenwachsen. Das werden wir jetzt mal angehen. Dicht besiedelt. Ach, hier haben wir eh schon eingezeichnet. Aber, ja, wir haben halt keine Nachfrage. Nachgewerbe, deswegen wird da nichts gemacht. So, mein großes Gebüsch. Und dann ziehen wir dich mal nach hier vorne. Und hier oben, das gibt auch alles Wohnungen. Und hier hängen wir mal noch einen Park dazwischen, würde ich vorschlagen. Park, Park. Wir haben was in der Größe oder vielleicht sogar hier oben. Ne, machen wir unten hin, dann kann er noch ein bisschen weiter nach unten abstrahlen. So. Wohnung, Wohnung, Wohnung. Wasser. Ja, grenzwertig. Machen wir hier, klappen wir auch mal noch ein bisschen was hin. Zack, und da rein. Und okay, und Strom, wie immer, solltet ihr dann bekommen. Wenn ihr zusammen wächst. Ja, gut. Nachfrage ist immer noch da. Aber da stehen schon die ersten Häuschen oder entstehen die ersten Häuschen. Auch schön friedlich das Ganze. Weniger friedlich hier mit der Skyline. Das sieht dann schon fast wieder eher imposant aus. Zum Glück. Der Zugverkehr läuft. Die Straßen laufen auch halbwegs zumindest. Ist eigentlich alles bestens. Jetzt müsste nur eben das DLC dann noch kompatibel sein mit diesem Spielstand. Aber das werden wir ja sehen. Gut, haben wir hier noch was auf der Insel? Ja, IT-Cluster. Wir haben aber keine große Nachfrage hier nach Industrie. Das heißt, das wird schwierig mit dem Ausbau des IT-Clusters. Wahrscheinlich ist das sogar noch eingezeichnet hier. Jawohl, hier haben wir auch noch eine Einzeichnung.
Ja gut, dann machen wir hier aber im Moment nichts. Jetzt sind die Wohnungen aber auch runtergegangen. Dann machen wir hier eben doch was. Nämlich, wir greifen zu den Mods. In den Kommentaren stand mal noch, benutzt doch mal noch ein paar einzigartige Gebäude. Das können wir natürlich machen. Ich weiß nur, dass die alle extrem teuer sind. Wenn ich jetzt wüsste, dass wir ein neues Spiel anfangen, wenn das DLC kommt, könnte ich jetzt natürlich das ganze Geld auf den Kopf hauen. Ist aber ein bisschen blöd, weil ich eben nicht weiß, ob das tatsächlich, ja, die letzte Aufnahme ist von diesem Städtchen. Ist jetzt auch egal. Wir machen jetzt einfach mal. Was haben wir denn hier überhaupt? Plaza Hotel. Halt! Wo haben wir denn die Hotels? Hier oben haben wir doch Hotels. Dann gibt es hier doch glatt noch ein Plaza Hotel. Dann ist das nämlich ein bisschen unsere Hotel-Ecke. Ach, wisst ihr, was das ist? Genau, das hatten wir schon mal in der früheren Staffel. Das ist so ein Low-Textur-Hotel. Sieht jetzt gar nicht mal so übel aus von hier, aber das hatten wir schon mal irgendwo anders hingestellt. Und dann habe ich es wieder weggenommen, weil das hat mir aber nicht gefallen. Das ist tatsächlich, man sieht es hier. Das ist für einmal für mich keine schöne Mod. Definitiv nicht, weil einfach die Textur nicht wirklich gelungen ist. Sollen wir es lassen? Jetzt haben wir hier eh den Vorsprung. Wir lassen es mal für den Moment. Okay, das war schon mal der erste Reinfall bei den einzigartigen Gebäuden. Villa Savoie, haben wir die nicht eh schon immer hingepflanzt? Was kostest du? 50.000. Ach, ich würde sagen, wir machen mal bis 1,5 runter. Das können wir machen. Dann setzen wir dich aber schon auch eher... Was hast du denn hier für einen grünen Kreis um dich rum? Machst du irgendwas? Ach, die Unterhaltung. Okay. Das ist... Was ist das denn? Villa Savoie. Sieht doch aus wie ein Wohnhaus. Ist aber kein Wohnhaus. Generiert Unterhaltung. Unterhaltung könnten wir eigentlich hier oben noch brauchen. Warum nicht den Club hier oben hin? Gebäude existiert bereits. Okay. Ja, das ist natürlich das Blöde an diesen einzigartigen Gebäuden. Sie sind einzigartig. Okay, aber das kann ich bauen hier? Echt? Und das ist irgendwie komisch angezeigt. Das dachte ich schon mal. Das heißt doch für mich, kannst du nicht mehr bauen. Irgendwie so, wenn das Bild so verdeckt ist. Und die hier kann man noch bauen. Aber irgendwie scheint es genau andersrum zu sein. Oder was kommt jetzt hier? Doch, es ist eben doch so, dass man die auch nicht mehr bauen kann. Okay. Was haben wir denn sonst noch? Helsinki Ice Hall. Haben wir die nicht auch schon? Gebäude existiert bereits. Eben. Fußballstadien haben wir auch. Dann haben wir hier noch ein paar Plätze. Statue des Wohlstands. Shopping und Co. Das muss man sich freischalten. Noch ein paar Parks. Freundlicher Stadtpark. Wir haben eigentlich schon... Quelle von Leben und Tod. Wir haben eigentlich schon einen freundlichen Stadtpark. Aber warum nicht irgendwie sowas noch hier dazwischen hängen? Aber dann vielleicht doch eher hier beim Cluster oder auf der Insel. Haben wir auf der Insel Parks? Nicht allzu viele, glaube ich. Wir machen hier mal noch so einen schönen Park hin. Okay, den möchte ich mir natürlich ansehen. Ja, durchaus nett. Wenn man hier daherkommt, ja, hier findet man für einen kleinen Moment Ruhe und Entspannung. Das ist, denke ich, schon okay. Gut, zurück zu diesen Gebäuden. Ach, haben wir auch schon. Wir sind... würde ich mal behaupten, hier doch schon öfters mal unterwegs gewesen. Offizieller Park. Ach, wie offiziell. Lärmbelastung. Ja, okay, das ist der IT-Cluster. Der kann eigentlich ein bisschen Lärmbelastung ertragen. Das Problem ist, wenn ich das hier hinstelle, dann ist es wieder so abgedingselt. Also sprich, nicht flach. Abgedingselt. Genau. Halt nicht flach und das gefällt mir nicht. Und hier hängt es ein bisschen hinten runter. Das ist aber irgendwie... Ja, das ist okay. Ja, hängt nämlich doch nicht, weil das wird aufgeschüttet. Das ist ja auch interessant. Und passt doch hier hin. Da kann man sich schön auf eine Bank setzen und den Schiffchen ein bisschen zugucken. Gut. Nochmal hier zurück. Was haben wir? Wir haben ja immer noch über 2 Millionen. So viel zum Thema, dass wir da bis auf 1,5 runter wollen. Haben wir schon, glaube ich. Da steht zwar nur von wegen Straße. Moment. Kontrolle. Ach, haben wir noch nicht. Okay. Was war das jetzt, was ich am Haken hatte? Ich fange mal hier an. Colossal Order Internationales Büro. Ullala. Okay. Was für ein Koloss. Passt. Sehr schön. Ja, hier hinten. Mods. Genau, hier wollten wir eh Mods hinstellen. Was mache ich eigentlich da auf dem Festland, wenn ich hier hinten die Mods hinstellen will? Jetzt sehe ich nur gerade... Das wird nicht ganz einfach. Mit diesem doch relativ ausgedehnten Gebäude. Zumindest hier auf der Insel dürfte das wahrscheinlich nicht funktionieren. Hier oben?
Nein, hier beim Eingang auch nicht. Okay, zurück zum Festland. Mal hier hinten gucken beim Flughafen. Ja, passt hin. Gleich neben das Berliner Hotel. Das ist aber irgendwie auch ein bisschen Harakiri, wenn die Flugzeuge hier landen. Wobei, ja, die müssen da natürlich, wie soll ich sagen, wenn sie in das Gebäude reinfliegen würden. Also wenn ich es wegnehme, dann würden sie auch nicht auf der Piste landen. Von daher müsste man schon glauben, dass die eigentlich hier dran vorbeikommen. Hm, da haben wir aber Lärm. 10. Okay, das ist eigentlich okay. 10 würde ich behaupten. Ich mach's mal hier hin. Ich habe gerade erklärt, eben, die Flugzeuge müssen ja sowieso aufpassen. Ah, auch sehr schön. Colossal Order, okay. Mehr Sachen. jetzt habe ich hier geguckt und dachte, wir haben nur noch 69 Dollar. Das wäre dann etwa, ja, 2 Millionen Dollar oder 7 Millionen oder wie heißen die Teile? Euro-Dingens gewesen, die wir hier verbraten hätten mit diesem einen Gebäude. Das wäre ja dann auch Halleluja gewesen. So, jetzt offizieller Park haben wir. Gerichtsgebäude haben wir in dem Fall noch. Ach, haben wir jetzt gerade hingestellt. Warst du das Gerichtsgebäude tatsächlich? Was bist du? Die Steuerbehörde. Was macht man mit der? Lärmbelastung 10. Eine Steuerbehörde mit 50 Unterhaltung? Da bleibt mir das Wort im Halse stecken. Was? Ja, also wie sieht die Unterhaltung aus auf einer Steuerbehörde? Das möchte ich ja mal sehen. Unterhalten werden wahrscheinlich die Steuermenschen. Die lachen sich einen Schranz, wenn sie wieder einen erwischen. Aber doch nicht. Also, naja, gut. Es ist, wie es ist. Warum nicht hier rein in den Stadtpark? Nein, machen wir natürlich nicht. Aber irgendwo so zentral wäre es wahrscheinlich nicht falsch. Oder hier hinten. Hier wächst ja dann auch mal noch hoffentlich irgendwas hin. Zack. Okay, dann haben die nämlich hier auch noch ein bisschen Unterhaltung. Während daneben fröhlich gestorben wird. Und Müll haben sie auch. Kommt hier nichts vorbei von wegen Müll? Moment. Nee, definitiv nicht. Was ist das hier hinten? Überall Müllberge, das Löschhubschrauber-Dingens. Okay, wir machen hier nochmal ein Recycling-Center hin, würde ich sagen. Gleich daneben. Und dann sollte man denken, dass das aber auch funktioniert, dass die da dann den Müll wegkriegen. Da hinten auch. Da wären sie dann wahrscheinlich sogar noch froh, wenn sie irgendwie einen Friedhof oder etwas hätten. Da oben haben wir eigentlich einen riesen Teil. Aber man kommt hier mit der Straße nicht rüber. Das könnte man dahingehend lösen, dass wir hier natürlich noch eine Straße rüberziehen würden. Dann wäre hier halt irgendwie so ein Teil weg. Was ist das denn? Fredsfelder. Ach, das ist ein Stückchen Bauernhof. Okay, wir machen hier mal eine Straße. Oder auch nicht. Geht nicht. Ort ist bereits belegt. So geht's. Zack, okay. Gut, müsst ihr da einen neuen Bauernhof hinstellen. Jetzt sollte dafür der Friedhof sozusagen angeschlossen sein. Mal hier nochmal gucken. Nee, bringt nichts. Zumindest nicht für diesen Bereich. Ist ja auch interessant. Man kann doch dann hier unten lang. Hier rüber. Naja, wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. Machen wir den hier hin. Da sieht man, El Bauernhof ist dann auch zufrieden. Zack. Und Strom ist okay. Und Wasser ist auch okay. Bestens. Dann sollten die jetzt hier eigentlich glücklich werden. Zusammen mit ihrer Steuerbehörde. Was haben wir hier noch? Moment. Hubschrauberpark. Aha, das ist einfach, ja, wieder so ein Stadtpark im Prinzip. Also nicht gerade ein Stadtpark, aber ein Schönheitspark. Hat nichts mit den Depots selber zu tun, sondern wahrscheinlich ein Dankeschön dafür, dass man welche hat. Hier ist alles voll mit irgendwie Parks etc. Oder haben wir hier noch Unterhaltung? Tatsächlich ebenfalls Unterhaltung. Dann würde ich dich, wenn ich darf... Ach, Gebäude existiert bereits. Okay. Auch dieses Gebäude existiert bereits. Haben wir noch was, was nicht existiert? Eine alte Marktstraße. Atmosphärische alte Marktstraße ist gesäumt mit kleinen Läden und Boutiquen. Steigert die Steuereinnahmen von nahen Gewerbegebieten um 5%. Da gucken wir doch gerade mal. Das hier sind alles Gewerbegebiete. Okay, also könnte man das hier hinstellen. Ist das... Wie groß ist das? Ach, das ist dann so. Echt? Ist das die Marktstraße? Alte Marktstraße. Okay, machen wir dich hier oben hin. Ach, das Gebäude existiert auch schon? Kann ich mir nicht forschen. Das ist doch aber jetzt nicht dieses Teil hier. Warum ist das schwarz? Fragen über Fragen. Okay, können wir nicht bauen. Was bist du? Gran Teatro Lugo. Haben wir noch nicht. Macht wahrscheinlich auch. Also macht Unterhaltung. Bringt wahrscheinlich Unterhaltung.
Ja, so ein bisschen ins Zentrum rein. Zack, okay. Gleich gucken. Oh, sieht natürlich cool aus. Passt völlig nicht hierher, weil das hier ist Beachlife. Und jetzt haben sie so ein, ja, klassisches Theater hier drin. Aber ich denke, das passt schon. Generiert wahrscheinlich auch Zuschauer. Was ist das? Red Roof. Okay, und hier hatten wir Grey Roof. Und hier haben wir noch La Salle Nationalbank. Haben wir schon? Weiß gar nicht. Werden wir sehen, sobald ich es irgendwo hinhängen kann, das gute Stück. Nee, haben wir noch nicht. Hätte ich gerne irgendwo hier. Oder ich gucke mal nochmal schnell hier auf der Insel. Ja, hier ist es aber überall eher... Oh, Moment, da. Ich wollte gerade sagen, eher überall zu eng. Aber hier passt das Teil hin. Jetzt haben wir 1,9 Millionen noch. Wir können also noch weiter ein paar Sachen hinstellen. Wow, das ist ja schon auch ein sehr nettes Ding. Okay, weiter gucken. Ich liebe es, hier rum zu gucken. La Salle. Lipo, was ist das denn? Lipo V1.1. Oh, auch eher groß. Oh, und passt auch sehr gut hier hin. Okay, kaufen wir. Stellen wir dich doch gleich mal daneben. Zack. Wie seht ihr aus? Wow, das ist ja auch ein äußerst interessantes Gebilde. Jetzt kommen wir ja langsam der Skyline vor der Skyline auch einen Schritt näher, würde ich sagen. Moment. Oh, hier haben wir ja tonnenweise Zeugs. Was ist das denn noch? MGM Grand Lobby. Auch wahrscheinlich Unterhaltung, nehme ich an. 200 sogar. Vielleicht nochmal irgendwo hier oben. Hier könnte man es hinhängen. Ich hänge das mal hier hin, ganz frech. Oh, auch sehr nett. Hier mit Überhängsel über der Stadt. Und hier mit der Skyline dahinter. Ja, das passt, behaupte ich mal, relativ gut hier hin. Da geht es hier rein. Man düst hier unten durch. Kann hier Richtung MGM oder man kann weiter düsen. Hier in die Stadt rein, wie man eben gerade möchte. Ah, schön, was sie hier alles hingestellt haben. Ach, das sieht doch einfach cool aus. Das ist halt schon diese City Skylines. Was für ein cooles Spiel, ich kann es nur immer wieder sagen. Und ich freue mich auf dieses neue DLC. Ich bin gespannt, was da dann alles kommt. Aber jetzt sind wir noch nicht beim DLC, jetzt sind wir noch hier. 1000 Museum. Haben wir offensichtlich allen Ernstes auch noch nicht. Das ist wieder ein Fall für die Insel. Ja, machen wir dich doch glatt hier hin. Zack. Jetzt haben wir 1,8 Millionen. Wow, auch sehr schön. Was es doch für schöne Gebäude gibt. Ist schon extrem. Gut, zurück. Zack. Hier. Oxford Tower, Warschau. Haben wir dich schon? Nein, haben wir noch nicht. Passt aber hier leider gerade nicht hin. Hier in die Kurve rein. Zack. Okay. Auch sehr cool. Ach, die Insel gefällt mir. Sie hat tatsächlich ein bisschen was von Manhattan, aber das habe ich nicht so gewollt. Das ist komplett unfreiwillig passiert, weil halt die hohen Häuser hier stehen. Das ist ganz klar. Sobald solche Gebäude da stehen, hat man auch schnell den Eindruck, das sei Manhattan. Hier haben wir noch Refinery, Struggle Fluor, Flare Stack. Was ist das? Verschmutzung 0, Lärmbelastung 10, Unterhaltung 100. Das ist irgendwie so ein Bohrturm, der irgendwie, keine Ahnung, Unterhaltung generiert. Wir machen den mal vielleicht sogar hier vorne irgendwo hin, dass man ihn wirklich sieht. Ne, der passt aber hier nicht zu einer Skyline. Der würde vielleicht eher hier hinten passen. Haben wir nicht hier noch irgendwo einen Fleck? Gleich neben dem Hotel. Machst du Krach? 5. Ach, das können die ab hier. Die Leute. Die freuen sich sowieso. Also von daher. Aha, interessant. Sehr cool. Da unten haben sie jetzt auch wieder gebaut. Was haben wir denn noch? Wir haben 1,6. Also viel können wir nicht mehr, aber ein bisschen können wir noch was. Haben wir. Haben wir. Dann hätten wir das hier. Rodonde de la Villette. Paris. Haben wir dich schon? Gibt's dich schon? Wollen wir dich nochmal? Gebäude existiert bereits. Okay, schade, aber okay. Hier haben wir The Center Remastered. Ui, das ist ja auch ein gehöriges Türmchen. Da dürft ihr dreimal raten, wo ich mit dem hin möchte. Wenn es denn funktioniert. Oder haben wir das eben auch schon? Gefälle zu steil. Da war eine Stelle. Moment. Zack. Okay. Wow. Passt auch perfekt hier hin. Ah, was für ein herrliches Gebäude. Ich mag halt solche Wolkenkratzer. Ich finde die extrem cool.
Okay, jetzt haben wir, glaube ich, noch eins und Teil gehabt. Das sind die Leute verlassen uns hier schon vor lauter Entsetzen, was die Stadt hier an Geld ausgibt für diese Sachen. Moment. Central Remastered hatten wir. Das hier ist Warschau Finanzierungs... Financial Center. Gerne auch noch. Aber ich guck nochmal, ob ich das nicht irgendwie vielleicht sogar hier hinkriege, damit wir auf der Seite auch ein bisschen was haben. So, auch sehr schön. Jetzt mal gucken von hier vorne. Ja, Skyline Ahoy, Insel Skyline Ahoy. Sehr schön, wenn man hier mit dem Schiff kommt. Ja, sieht doch auch nett aus. Überall diese hohen Türme, das gefällt mir. 1,4, wir müssen aufhören, aber ich möchte noch schnell gucken, was wir noch hätten. Könnten wir das bauen, wenn wir es bauen wollten? Ich glaube ja, haben wir aber glaube ich doch auch schon. Nee, das ist doch nicht die Großbibliothek. Das ist halt wieder schwarz. Irgendwie wird es dann nicht übernommen. Gibt es das nicht? Oder gibt es das noch nicht? Oder haben wir es noch nicht? Hier haben wir ein Opernhaus. Aber das haben wir doch glaube ich schon. Immer die gleiche Frage. Nee, wir gucken hier hinten, hier wo wir Platz haben. Nee, haben wir noch nicht. Ja, warum nicht noch ein Opernhaus hier auf die Insel? So als letztes für heute. Weil sonst gehen wir dann tatsächlich immer noch pleite. Ja, hier haben wir überhaupt keinen Platz mehr. Das können wir uns abschminken. Das müsste doch hier irgendwie hinpassen. Gefälle zu steil. Da musst du aufschütten, Kollege. Da geht's auch nicht. Hier auf dem Berg geht's auch nicht. Ist ja schade. Hier ein Opernhaus. Behaupte ich mal. Das hätte doch relativ gut gepasst. Naja gut, dann eben nicht. Dann gehen wir doch hier in den neueren Stadtteil. Und schauen hier, was sie hier zu einem Opernhaus meinen. Zum Beispiel auch hier in der Nähe vom Flughafen. Machen wir dich mal hier daneben. So, ja, auch sehr nett. Auch ein sehr schönes Gebäude. Ja, ich muss sagen, diese Gebäude sind alle sehr cool, die man hier findet. Und hier stellen sie gleich mal ein neues... Ja, was ist das, ein Wohnhaus? Jawohl, und was für eins? Moment, hier wollte ich eigentlich draufklicken, nicht auf dem Flughafen, auch nicht aufs Hotel, sondern hier rauf, die Belmont-Residenz. Gebäude in dicht besiedeltem Wohngebiet. Ja, ordentliches Gerät, das gleiche wie hier. Cool, das wächst hier eben auch, die fühlen sich auch wohl, ist nah am Wasser. Scheint soweit zu passen. Gut, haben wir eigentlich hier hinten, das wollte ich vorher schon schnell gucken, irgendwie Friedhöfe etc.? Ja, da oben haben wir einen. Hier unten nicht wirklich. Hier hinten fehlt eigentlich auch noch ein Friedhof. Da machen wir doch hier auch noch einen hin. So, damit ihr eure Toten ebenfalls entsorgen könnt. Wasser verbinden wir noch schnell. Passt auch. Und sonst, wie sieht es aus mit Müll? Das scheint in Ordnung zu sein. Wasser haben sie sowieso. Notfalldienste kommen eigentlich auch überall hin. Und die Herren von der Polizei eigentlich auch. Zumindest ungefähr. Okay, Small Police Station. Haben wir, glaube ich, auch schon verwendet. Ich glaube, die große Police Station haben wir noch nicht verwendet. Müssten wir dann auch mal noch machen. Hier das Krematorium, das große. Ja, da ist ordentlich was los. Das ist gut. Dann scheint es nämlich zu funktionieren. Gut, ich möchte noch mal kurz nachher hinten. Hallo Flugzeug. Ja, das ist natürlich auch nicht ungefährlich. Hier mit den Wohnungen. Aber ist ja auch schön. Da kann man je nachdem, wenn man in Urlaub will, einfach hier aufs Dach rauf, winken, dann macht er die Tür auf, wenn er angeflogen kommt. Und wenn man dann gezielt springt, dann ist man auch im Flugzeug drin. So, genau das wollte ich hier nochmal sehen. Das finde ich völlig cool. Hier mit diesem Geschlängel und Gemache und Getue und überall diese Autos. Das gefällt mir aber extrem gut. Vor allem, dass hier eben noch der Bahnhof ist und hier immer mal wieder ein Zug reinfährt, während die da unten auch rumdüsen. Ich finde das eine richtig coole Ecke hier. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Wie gesagt, mal gucken in der nächsten Folge, was wir da machen. Ob wir dann das DLC hier in dieser Stadt drin sozusagen ausprobieren oder ob wir halt leider dann einen neuen Spielstand ausprobieren müssen. Das werden wir sehen. Aber ich muss sagen, ich würde mich auch über einen neuen Spielstand freuen. Macht auch nichts. Der Weg ist das Ziel, kann ich da nur sagen. Sprich, das Bauen ist ja das, was Spaß macht. Aber wenn es geht, wie gesagt, werden wir hier weiterspielen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss.